Willkommen zurück zu einem weiteren Projekt hier bei The Black Box. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vampire's Dawn, Rain of Blood heißt das nächste Spiel, was ich Let's Playen werde. Ähnlich wie Demon Legends Episode 1 ist auch das ein Spiel, das mit dem RPG Maker erstellt wurde. Allerdings weit populärer, so ziemlich eines der populärsten, wenn nicht das populärste deutschsprachige RPG Maker Spiel. Erschienen im Jahre 2001, entwickelt von Alexander Malex-Koch. War so ziemlich eines der ersten, ich sag mal, epischen Vollversionen, die in der deutschen RPG-Maker-Szene kursierten. Wie bei Demon Legends gilt, auch unten steht in der Description nochmal ein Post, was es mit diesem RPG-Maker, mit dieser Software auf sich hat, was das ist. Aber ohne weitere Umschweife, wir springen direkt mal rein in das Spiel. Intro überspringen, ja oder nein? Nein, wir wollen natürlich das Intro sehen. Ich hoffe mir, dass das von der Qualität ein bisschen ein Step Up ist gegenüber des vorigen Projektes. Mein Enkel, nun bist du schon 15 Jahre alt. Ach Opa, nun werde nicht wieder senil. Psst, es wird Zeit, dass ich dir eine wichtige Geschichte erzähle. Opa, ich brauche keine gute Nachtgeschichte mehr zum Einschlafen. Aber das wird mit Sicherheit keine gute Nachtgeschichte. Eher eine böse Nachtgeschichte. Ach Opa, ich fürchte mich doch schon lange nicht mehr vor deinen Geschichten. Das werden wir ja sehen. Wie soll ich dir denn die Geschichte erzählen? So wie jetzt oder lieber so mit Blutschrift oder ganz einfach normal? Was ist dir am liebsten? Ich finde, du solltest sie... Ah, komm, mit Blut ran. Bisschen Atmosphäre muss sein. Wie du möchtest. Und soll sich der Held etwas beeilen oder soll er sich ganz normal bewegen? Naja, ich sag mal, der Held soll schnell laufen. Gut. Sag, was weißt du über Vampire? Vampire? Ah, vielleicht wird die Geschichte ja doch nicht so langweilig. Nun ja. Also sie essen Knoblauch, sterben in der Sonne und verabscheuen Kirchen und Kruzifixe. Dann werden sie durch Wasser verletzt. Regen ist somit sehr schmerzhaft für sie. Sie sind nicht in der Lage, fließende Gewässer zu überqueren und sie können ein Gebäude nur auf Einladung betreten. Woher hast du dieses Wissen? Na, ein bisschen hat Papa mir erzählt und ansonsten habe ich mal ein Buch darüber gelesen. Ich habe es geahnt. Ich erzähle dir jetzt die Wahrheit über Vampire. Das, was du mir gerade aufgezählt hast, trifft nur auf die vierte und die darauf folgenden Generationen von Vampiren zu. Sie sind schwach und verletzlich, aber trotzdem eine Gefahr. Hör mir gut zu. Vampire sind Untote, doch wie die erste Generation von Vampiren entstanden ist, weiß niemand. Hat ein Vampir der ersten Generation einen Menschen zu einem Vampir gemacht, so ist der neue Vampir ein Vampir der zweiten Generation und schwächer als sein Schöpfer. Folglich sind spätere Generationen immer schwächer als ihre Schöpfer. Auch Untote sterben nicht wie normale Menschen. Vampire späterer Generationen sind leicht mit Weihwasserkruzifixen und Sonnenlicht zu töten, doch Vampire der ersten beiden Generationen erleiden dadurch keinerlei Schaden. Um einen solchen Vampir zu töten, musst du einen Pfahl durch sein Herz stechen. Das wird ihn lähmen. Dann schlägst du ihm den Kopf ab und füllst seinen Mund mit Knoblauch. Leckeres Vampir-Aioli gibt's. Opa, das ist ja widerlich. Doch wenn du es nicht tust, wird er wieder auferstehen. Und übrigens müssen Vampire nicht unbedingt in einem Sarg schlafen. Sie tun es nur, weil sie sich in einem Sarg schneller die Wunden regenerieren. Vampire gab es vor 400 Jahren reichlich. Sie töteten viele Menschen und machten sie zu ihresgleichen. Wir haben es einem mutigen Priester zu verdanken, dass die Vampire heute ausgerottet sind. Er scharte viele tapfere Männer um sich und führte einen heiligen Kreuzzug gegen die Brut des Bösen. Der Kreuzzug dauerte viele Jahre, doch er war erfolgreich. Vampire waren von der Erde verschwunden. Zumindest dachte man das. Doch ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, wie ich sie in meiner Kindheit gehört habe. Du es glaubst oder nicht, Vampire haben immer noch Gefühle. Doch ein Vampir, der weint, weint nur Tränen aus reinem Blut. Viel öfter spürt ein Vampir Hass und Zorn. Opa, jetzt erzähl die Geschichte. Na schön, du ungeduldiger Fratz. Es ist eine Geschichte voller Gefühle, Liebe, Hass, Eifersucht. Boah, na schön. Es war eine Zeit der Finsternis. Doch Helden kamen. Und das Blutrot des Himmels
wurde ein helles Blau. Das Böse starb. Auf alle Ewigkeit. Marlex proudly presents Vampire's Door. Ein Spiel von Alexander Koch. Auf! Lass mich in Ruhe! Nein! Aha! Oh, du wirst es schon verstehen, wenn dein Blut zäh und schleimig durch deine Adern fließt. Du wirst sehen, dass du nicht anders handeln wirst als ich. Niemals! Was du tun willst, ist Blasphemie der menschlichen Existenz! Hör doch, wie lächerlich du klingst, Blasphemie! Du erbärmlicher Mensch, spüre den Geschmack der Unsterblichkeit. Nein! Was hast du getan? Oh Lord Jesus, stopp! Lass mich... Nein! Na! Ich weiß nicht, was die Nachbarn denken sollen, aber egal. Walna! Oh, die sieht aber reißfett aus, die Gute. Walna, geht es dir gut? Ich hatte wieder diesen Traum. Wieder derselbe Traum? Walna, ich mache mir Sorgen um dich. Du träumst du schon jede Nacht diesen Traum. Und das seit 4 Wochen. So kann es nicht weitergehen. Du hast recht. Wenn dich bald etwas passiert, breche ich noch zusammen. Jetzt beruhige dich erst einmal. Denke immer daran, dass ich dich liebe, Walna. Liebe dich auch, Aisha. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, oder auch nicht. Walna und Aisha Darnus. Oder Darnus. Das ist Aisha? Oh! Ein aus dem Internet zusammengesuchtes Bild. Aisha ist die langjährige Freundin von Walna. Sie lernte ihn während eines Festes in Klenna kennen. Also Aisha, Walna, Klenna. Alles klar soweit? Mhm. Oh. Seit 4 Jahren leben sie nun gemeinsam in dieser Stadt. Sie ist eine hübsche junge Dame, allerdings ist sie ziemlich abweisend anderen gegenüber. Hat auf jeden Fall ein wunderschönes Passbild. Make-up-technik können wir der Frau nichts mehr beibringen. In letzter Zeit schien sie etwas zu bedrücken, doch Walna konnte nie herausfinden, was sie beschäftigt. Gut, dann, das ist Walna, nehme ich an. Walna ist ein junger Kämpfer aus Lim, einer Stadt nördlich von Klenna. Klenna, Lim, Walna, Aisha. Als seine Eltern verstarben, war Walna bereits alt genug, um sich selbst zu versorgen. Er kämpft mit großer Leidenschaft, doch seit er diesen Traum das erste Mal vor 4 Wochen hatte, wurde er immer nervöser und zerbrechlicher. Er leidet stark unter diesem immer wiederkehrenden Albtraum. Doch er hält Mut und Geborgenheit durch seine Freundin Aisha, die ihn immer wieder versucht aufzumuntern. Na denn. Die traute Zweisamkeit, so wie ich das Spiel kenne, wird sie wahrscheinlich nicht lange Bestand haben. Walna Krieger, Level 1, kann noch nichts, hat auch noch nichts an. Im Inventar haben wir nichts, also nichts zu erkunden. Was sagt Aisha? Geht es dir einigermaßen gut? Naja, ich habe furchtbare Kopfschmerzen.
Dein armer Liebling, wenn ich doch bloß etwas für dich tun könnte. Soll ich nochmal versuchen, etwas zu schlafen? Nein! Das bringt eh nichts. Ich nehme lieber meine Rüstung an mich. Wer weiß, ob ich auf Diebe treffe. Du nimmst deine Lederrüstung, die eben noch aus Metall bestand. Tada! Eine leichte Lederrüstung plus 3 Verteidigung. Unser Schwert nehme ich auch an mich. Ich nehme lieber eine Waffe mit. Das ist die einzige Sprache, die wohl jeder versteht. Selbst Diebe. Du nimmst dein Kyojin-Kurzschwert. Was auch immer ein Kyojin-Kurzschwert ist und ob ich das richtig ausspreche, das weiß ich nicht. Ein kleines, aber sehr scharfes Schwert. Sehr gut. Ansonsten, was mich ein bisschen wundert, ist, es ist taghell in der Wohnung. Es brennen keine Kerzen. Und nur das leichte Gewitter, wo alle 5 Sekunden ein Blitz einschlägt, erhält den Raum. Naja, ja, mir geht's super. Mir geht's immer klassenmäßig spitzen supergeil. Das ist ein Buch über Vampire. Vampire sind schon zum Glück schon vor langer Zeit endgültig vernichtet worden. Ich frage mich, warum Aisha sich damit beschäftigt. Ich habe keinen Hunger. Ein Juckpulver erhalten. Die Gegner werden rasend und blind. Was man braucht... Ich möchte jetzt nichts alkoholisch trinken. Ja. Auch wenn es von meinem Lieblingshändler Seffi Mike ist. Na, dazu sage ich mal nichts. Aisha, ich gehe mal zu Dr. Janu, lass mir ein Schmerzmittel geben. In diesem Regen. Pass auf, dass du dir keine Lungenentzündung holst. Ich weiß deine Fürsorge zu schätzen, aber ich werde mich beeilen. Wenn deine Schmerzen wirklich so stark sind, solltest du dich vielleicht mal untersuchen lassen. Im Moment reicht erstmal etwas gegen die Schmerzen. Bin ich lange weg, höchstens ein paar Minuten. Oder für den Rest meines Lebens. Mal eben Zigaretten holen. Schon gut. Dr. Jan wohnt ja nur etwas nördlich von mir. Bis gleich. Bis gleich. Klemmer. Was für ein Mistwetter. Ich möchte lieber niemanden bei diesem Wetter stören. Selbst nicht den Waffenladen. Rex Waffengeschäft hat in dieser Zeit nicht geöffnet. Oder Rex, oder wie der heißt. Ja, also wahrscheinlich kann ich nur zu Dr. Ich habe seinen Namen schon vergessen. Ich glaube hier. Da wohnt Dr. Yarn. Yarn? War das Yarn? Nee, hier wohne ich. Klassischer Schleifenlauf. Speichern kann ich hier noch nicht. Hier ist das Inn. Und da will ich nicht rein. Ja, ja, ja. Vielleicht ist das Dr. Jans Arztstube. Nein. Nördlich von hier. Ist es hier? Das ist das Haus von Dr. Jan. Klopf, klopf. Ach, Dr. Jan ist eine blonde Frau. Walner, komm rein. Walner, was gibt es denn um diese Zeit so Dringendes? Ich habe extreme Kopfschmerzen. Bist du etwa krank? Naja, ich gebe dir ein starkes Schmerzmittel. Aber morgen kommst du bitte nochmal zu mir. Ich werde dich dann mal gründlich untersuchen. Vielleicht ist das das Beste. Das hier sollte helfen. Du erhältst ein Schmerzmittel. Danke, Doktor. Ich komme dann morgen wieder. Na dann, bis morgen. Au revoir. Ich sollte wieder nach Hause gehen. Ja, ja. Hier oben, oder? Mensch. Da bist du ja wieder. Was hat sie gesagt? Sie hat mir erstmal ein Schmerzmittel gegeben. Und sie meinte doch, sie möchte mich morgen mal gründlich untersuchen. Das ist sicher eine gute Idee. Vielleicht bist du ernsthaft krank. Ja, genau, mach mir Hoffnung hier. Mach dir bitte nicht zu viele Sorgen. Ich habe nur schlimme Kopfschmerzen. Und mit dem Schmerzmittel geht es mir hoffentlich bald wieder besser. Finde ich gut, Alkohol will er nicht nehmen, aber jegliches Valium oder sonstige Extrakte, um sich das Gehirn zuzunebeln, warum nicht? Das hoffe ich für dich, mein armer Schatz. Aisha ist so aggressiv fürsorglich, dass sie mir damit fast auf die Nerven geht. Ich werde jetzt das Mittel nehmen und mich wieder hinlegen. Du solltest auch etwas schlafen. Warum bist du eigentlich noch die ganze Zeit wach gewesen? Ich habe nur gegessen und ein bisschen nachgedacht. Na schön. Aber bitte komm auch bald ins Bett und schlaf etwas. Keine Sorge. Ich liebe dich. Ich auch. Schlaf gut, mein Schatz.
Bislang ist es noch schnulziger als Twilight. Aber ich nehme an, gleich wird es einiges brutaler. Ob der Traum ein Traum bleibt. Wow. Was geht ab? Aisha! Aisha! Wow, was hat er für eine Geschwindigkeit drauf? Aisha! Oh nein, was ist geschehen? Dieses verdammte Schmerzmittel hat mich müde gemacht. Aisha! Aisha! Wo bist du nur? Blut! Verdammt, was ist nur passiert? Ich muss noch in der Nähe sein. Und mit Lichtgeschwindigkeit. Eine lange Blutspur. Ja, dann mal ab dafür. Auch mehr Blut. Vielleicht kann ich der Spur folgen. Ich muss mich beeilen. Das Blut wird durch den Regen weggeschwemmt. Noch mehr Blut. Vielleicht kann ich der Blut... Der... Oh nein. Niemand kann so viel Blut verlieren und noch leben. Aisha. Es scheint, als wäre Aisha raus aus der Stadt gezerrt worden. Aisha. Halt aus, ich rette dich. Ganz schön neblig hier draußen. Noch mehr Blut. Es langsam wird schwer zu sehen. Noch mehr Blut, vielleicht kann ich der Spur folgen. Das ist ein Tag ohne die Nacht. Was passiert hier? Das ist das Leben ohne Tod. Es kann alles unmöglich Aishas Blut sein. Und was ist hier nur los? Darf man aus Liebe töten? Dieses Seil führt auf diesen Berg. Dort hat man eine schöne Aussicht. Ja, das interessiert mich jetzt. Aber das ist im Moment egal. Anscheinend wurde Aisha hier raufgebracht. Verdammt, hier hört die Spur auf. Merkwürdig. Hier unter den Stein fließt ebenfalls Blut. Hier muss es einen geheimen Eingang geben. Okay. Ich drück hier alles. Aha, mal sehen. Irgendwo muss es doch einen Mechanismus geben. Ah, Aisha, ich komme. Also es ist wirklich ein bisschen sehr viel Blut, das die Gute verliert. Für so einen mittleren Flatschen, der ist so halb wie der Kopf, braucht man so ungefähr 100 Milliliter. 10, 50 Milliliter. Selbst dann, wie viel hat der Mensch? 6, 7 Liter? Ah! Aisha! Du Schwein, lass sie los! Abraxas. Boah, du dummer Mensch. Kannst du es denn nicht sehen? Sie ist tot. Was du siehst, ist nur noch eine blutleere Hülle. Siehst du ihre Augen? Matt und ausdruckslos. Mörder, lass sie los. Ich werde dich dafür hinrichten. Du verstehst gar nichts. Sie ist schon vor langer Zeit gestorben. Lügner, du hast sie umgebracht. Ich werde sie rächen mit deinem Blut. Unnütz, noch weiter mit dir zu diskutieren. Ich werde sie jetzt für alle Zeiten vernichten. Du Schwein, nein! Autsch. Robert in der Hölle, Mulana. Mulana? Oh! Nein! Nur zu dir, du Wurm! Aisha! Oh, das aber brutal! Einfach weggeschmissen! Wer bist du überhaupt? Anscheinend kanntest du Mulana ja ziemlich gut. Immerhin bist du uns dummerweise bis hierhin gefolgt. Verdammtes Schwein! Ich war ihr Freund und du hast sie umgebracht. Was wirst du büßen? Warum sind nur alle Menschen so entsetzlich dumm? Ich habe dir großes Leid erspart und du dankst mir nicht mal. Was? Du hast mir Leid erspart? Na warte, du Monster. Irgendwann wirst du verstehen. Oh. Klassischer Knockout für Valnar. Irgendwann wirst du verstehen.
Boah, krasses erstes Kapitel. Und er ist einfach zusammengebrochen? Ja, weil er hatte keine Chance gegen den Fremden. Dessen Macht einfach zu groß war. Ein einziger Schlag von ihm hatte genügt, um Valnar das Bewusstsein zu rauben. Und warum hat ihn Abraxas nicht einfach getötet? Das ist eine gute Frage, doch die Antwort bekommst du erst später in der Geschichte. Noch ein Rätsel ist, warum Abraxas Valnars Freundin Aisha Mulana genannt hat. Das ist auch ein Satz, den muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Noch ein Rätsel ist, warum Abraxas Valnars Freundin Aisha Mulana genannt hat. Vier Namen in fünf Wörtern, das ist Respekt. Fantasy war gar kein Mensch. Wie kommst du denn darauf? Ist doch klar, kein Mensch könnte so viel Blut verlieren. Selbst große Menschen haben höchstens 8 Liter Blut in sich. Was Aisha bzw. Mulana kleiner verloren hat, dürften wohl weit mehr Liter gewesen sein. Enkel, du sagst es. Ach, was bist du doch für ein schlauer Fratz. Ja doch, was war sie? Ich tippe auf einen Vampir. Könnte durchaus sein. Und was war Abraxas? Auch ein Vampir? Und warum sollte ein Vampir einen anderen Vampir töten, obwohl es sowieso schon so wenige Vampire auf der Welt gibt? Keine Ahnung, Opa. Erzähl weiter. Gut, also Valnar war nun bewusstlos, seine Freundin erstochen. Doch an einem anderen Ort, ein Jahr früher, geschah ebenfalls ein sehr wichtiges Ereignis. Ein Vampir namens Askar. Ich würde gerne jetzt schon unterbrechen. Ah, praktisch. Welchen Spielstand speichern? Dann speichere ich mal auf Spielstand Nummer 1. Und würde sagen, das war's von der ersten Folge Vampire's Dawn. Wir freuen uns auf viele wunderschöne Stunden mit grausigen Vampirgeschichten. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.